Die Frage ist, wie kann aus der Wissenschaft das Wissen rübergebracht werden, wenn sich etwas in Industrie, in Gesellschaft verändern soll? Wir Wissenschaftler sind auf der Suche nach der Wahrheit, versuchen die Wirklichkeit besser zu erfassen, und das ist für ganz viele Dinge gut. Wenn wir eine andere Welt haben wollen, ein anderes Leben, ein besseres Leben, dann könnte man dieses Wissen eigentlich doch viel besser nutzen. Aber wie? Und wer hat Zugriff auf welche Teile des Wissens? Wie können wir Wissenschaftler so arbeiten, dass wir auch einen Schutzraum haben, wo wir frei forschen und denken können, wo Experimente möglich sind, ohne dass es gleich als Bedrohung für die Gesellschaft empfunden wird? Wenn wir jetzt schauen, wie unsere Forschung bewertet und gefördert wird, geht es um Forschungsexzellenz, und die wird gemessen in Publikationen, in Impact von Publikationen mit Zitation. Aber ist das die richtige Bewertung, wenn es darum geht, dass man aus der Wissenschaft heraus zu ganz anderen Teilen der Gesellschaft sprechen soll? Oder ist es so, dass man jetzt als Wissenschaftler immer weiter befördert wird, für sich zu bleiben, gezielt, strategisch, schnell an einem Thema zu denken? Also haben wir das richtige Anreizsystem? Denn es geht ja viel Geld in die Forschung und es geht viel Geld in die Forschungsexzellenz. Aber was bedeutet Exzellenz? Wissen wir das so genau? Oder verpassen wir da vielleicht eine Chance, wieder auch Wissenschaft besser zu machen, indem wir die Indikatoren aufbrechen? In der Forschung ist es so, wir arbeiten sehr projektförmig, wir haben eine Idee, wir wollen sie umsetzen, und meist müssen wir das dann in 3 oder 5 Jahren schaffen, manchmal sogar kürzer. Es gibt aber große Themen, an denen müsste man viel länger arbeiten. Also auch hier, wie schafft man es auf der einen Seite immer wieder die Erneuerungsfähigkeit, neues Wissen, neue Ideen umzusetzen, auf der anderen Seite aber auch diese Geduld zu fördern. Es gibt auch immer viele Experimente, die schief gehen. Wie kann man trotzdem weitermachen? Wie kann man sich nicht entmutigen lassen? Und auch da muss man sagen, wenn es immer nur um den Output, Publikation, Zitation, Exzellenz und schnell und messbar geht, dann verlieren wir eines der Güter der Wissenschaft, nämlich wirklich in Ruhe nachzudenken und über den Tellerrand hinaus auch Experimente in andere Disziplinen hineinzutragen und nachzudenken. Und wie man das genau richtig macht, das ist für die Forschung, wie auch für die Politik, wie auch für die Wirtschaft ein großes Thema. Auch die Wirtschaft will eine bessere und sichere und risikofreudige Wissenschaft haben.